Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Edith Mühlberg-Huber. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesminister, Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Ja, wir sind jetzt den dritten Tag hier und diskutieren über das Budget. Und so wie es in vielen anderen Bereichen ist, ist es auch im Bereich der Familie. Das Budget ist alles andere als sicher und haltbar. Und es ist damit zu rechnen, und davon geht man auch vom Familienministerium aus, und auch Sie, Frau Familienministerin, haben es auch im Ausschuss schon angesprochen, es ist nicht zum Halten und die ursprünglichen Erwartungen werden negativ bilanziert werden. Und ganz besonders im FLAF, im Familienlastenausgleichsfonds, der ist eben betroffen, aus dem wird ja sehr viel bezahlt. Denn die beschlossenen Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise verursachen geringere Einnahmen durch wegfallende Dienstgeberbeiträge infolge rückläufiger Beschäftigung. Und die extrem hohe Arbeitslosigkeit, es ist mit Abstand ja die höchste der Zweiten Republik, und die wird auch in den nächsten Monaten die Arbeitslosigkeit nicht geringer werden, die wird mehr werden, und das wird auch immens großes Loch in den FLAF, in den Familienlastenausgleichsfonds reißen. Und das ist auch eben, wie ich schon angesprochen habe, mit der Auszahlung der Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und sowie auch die Unterhaltsvorschusszahlungen finanziert werden. Und zu den Unterschussvorschusszahlungen, die Zahl weiß man nicht, stimmt die jetzt, wird einmal mit 137 Millionen Euro budgetiert, aber durch das, dass ja die Zahlen ja gar nicht mehr eben so konkret sind, und haben wir ja heute in der Früh schon gehört, dass da einiges ja nicht passt und nicht stimmt. Ich gehe jetzt einmal von der Zahl 2019 aus. 134 Millionen sind bei den Unterhaltsvorschusszahlungen ausbezahlt worden. 89 Millionen sind wieder an die Rückzahlungen geflossen und 45 Millionen können nicht eingefördert werden. Das heißt, das Fakt ist, der Staat bleibt genau auf 45 Millionen sitzen. Dieses Geld kann nicht eingefördert werden. Und wenn man davon ausgeht, dass die Arbeitslosenrate steigt, und das wird ja auch laut die Prognosen so sein, von denen geht man aus, dass Experten ja sprechen ja schon davon, dann sind die 137 Millionen Euro an Unterhaltsvorschusszahlungen sehr mager budgetiert. Denn durch die Krise mit der verbundenen Arbeitslosigkeit muss ja auch gerechnet werden, dass noch weniger Rückzahlungen als bis dato eingefordert werden können, zurückfließen. Und das geht natürlich bei den Rückzahlungen geht ab, und es ist nicht möglich, dass man eben diese Zahlen auch eben so ansprechen kann. Ja. Und genau die Familien, die in Not geraten sind, Eltern, die unschuldig arbeitslos geworden sind, die in Kurzarbeit sind, die momentan nicht wissen, wie es weitergeht mit ihnen, die Angst haben, ihren Job noch zu verlieren. Und da können, Frau Bundesminister, die 30 Millionen, die Sie aus dem Corona-Familienhärteausgleichsfonds bereitgestellt haben, nur der erste Schritt sein. Sie sprechen vom Bereitstellen. Wann fangen Sie endlich aus mit den Auszahlungen? Mein Kollege Bernhard hat es schon angesprochen, es gibt große Probleme. Viele Eltern warten auf das Geld und das Geld wird nicht ausbezahlt. Frau Bundesminister, bitte bemühen Sie sich und schauen Sie, dass da was vorwärts geht und dass die Auszahlungen endlich einmal beginnen. Und vor allem diese Familien würden dem von uns geforderten Österreich-Tausender-Gutschein für jeden Österreicher und Österreicherin vom Kleinkind bis hin zu den Großeltern profitieren. Und gleichzeitig würde so natürlich auch die marode Wirtschaft angekurbelt werden. Meine Damen und Herren, die drastischen Maßnahmen wie geschlossenen Schulen oder Betreuungseinrichtungen während der Corona-Krise, da haben die Familien, besonders die Mütter, eine enorme Herausforderung dargestellt.
Viele Eltern arbeiten via Homeoffice, betreuen nebenbei ohne jegliche Unterstützung durch die Großeltern ihre Kleinkinder und halfen den Schulpflichtigen bei ihren schulischen Hausaufgaben. Sie sorgten für ihre Großeltern und Verwandten, gingen einkaufen für sie und es stand sogar, und sehr viele leisteten sogar eine Nachbarschaftshilfe. Es wurde zusammengehalten. Und die Familien waren in dieser Ausnahmesituation mehrfach belastet und leisteten wirklich Außergewöhnliches. Und deshalb bringe ich diesbezüglich einen folgenden Entschließungsantrag ein. Entschließungsantrag der Abgeordneten Edith Mühlberg-Huber und weitere Abgeordnete betreffend Verdoppelung der Familienbeihilfe in Monaten mit Corona-bedingter Schulschließung. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, die Kinderbeihilfe bis zum vollendeten 14. Lebensjahr des Kindes für jene Monate zu verdoppeln, in denen die Betreuungseinrichtungen wie Schulen, elementarpädagogische Einrichtungen und Horte Corona-bedingt geschlossen waren bzw. sind. Die Auszahlung ist unverzüglich zu erfolgen. Meine Damen und Herren, mir liegen die Familien am Herzen und hoffe auch Ihnen. Und ich bitte Sie, diesen Antrag zu unterstützen und zuzustimmen. Vielen Dank. Die Familiensprecherin der Freiheitlichen verlangt mehr Geld für Familien in Zeiten von Corona.